Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog aus dem Hansapark. Heute wollen wir uns mal einige Neuheiten angucken, denn der Hansapark hat schon ein bisschen was angekündigt und auch ein bisschen wieder was im Park verändert. Außerdem will ich versuchen, mal wieder alle Achterbahnen zu fahren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja, und die erste Neuheit haben wir auch gleich hinter mir. Und zwar befindet sich hinter dieser Fassade das Kiddycam. Und dieses wurde ja schon Anfang des Jahres mal von der Hansapark-Website runtergenommen. Da habe ich auch vermutet, dass sich hier was tut. Und es tut sich hier auch was. Und zwar soll nächstes Jahr hier das Piratencamp eröffnen. Anscheinend auch mit einem neuen Charakter. Ich bin sehr gespannt, was sich da drin tun wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt eben zum Piratenmotto umgestaltet wird. Hoffentlich auf dem Level, so wie Avidas Abenteuerfahrt und Avidas Welt allgemein, weil das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich hoffe, das wird gut. Es wird trotzdem wahrscheinlich ein kleiner Indoor-Spielplatz sein für die kleinsten Besucher des Parks. Allerdings war vorher ja hier auch schon eine kleine Kinderrundfahrt, so eine Autorundfahrt drin, also ein Fahrgeschäft. Und ich bin sehr gespannt, ob da jetzt auch ein Fahrgeschäft reinkommt. Ich könnte mir jetzt sowas wie ein Zamperla Jump-Around vorstellen. Mit Piratenschiffen als Chasen, also so ein paar Geschäfte wie die Westernstiefel und Schildkröten, die hier mal standen beim alten Jahrmarkt. Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, bloß halt eben mit Piratenschiffen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein großes Fahrgeschäft reinkommt. Aber ich bin wirklich sehr gespannt und finde das cool, dass Hansapark das angekündigt hat. Ist jetzt natürlich nur was für die kleinsten Besucher, also für die Kinder. Ich hoffe, dass der Park noch was ankündigt, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass wir nächstes Jahr nur als Neuheit halt das Piratencamp haben, weil nun mal hatten wir jetzt 2 Jahre Corona, der Park hat weniger Einnahmen gemacht, sogar Verluste, und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man jetzt nicht wieder etwas Teures Neues baut. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber dann halt eben in den Jahr 2023 und nächstes Jahr dann vielleicht halt nur das Piratencamp als Neuheit. Wir können gespannt sein, vielleicht tut sich denn trotzdem noch irgendeine Kleinigkeit im Park. Und ich werde jetzt losgehen zur ersten Achterbahn. Alter, ich glaube, die Minengesellschaft hat neue Minenarbeiter angeworben. Hallo, Leute. Jetzt werden wir euch einmal zeigen, wie man umgearbeitet wird. Ich finde das immer wieder faszinierend, morgens durch den Park zu laufen, wenn der Park halt eigentlich noch geschlossen hat. Also die Tore wurden heute schon wieder vor 9:30 aufgemacht. Und ich finde das halt faszinierend, wenn hier die ganzen Wagen unterwegs sind, die Fressbuden halt eben beliefern mit Nahrung, mit Material, also mit Essen und Getränke. Außerdem ist der Park noch richtig ruhig und das ist halt einfach eine schöne Stimmung, finde ich. Ja, das Super-GAU ist passiert. Die haben Probleme bei Schlange von Midgard. Die haben Probleme bei Crazy Mine. Da steht ein Techniker oben auf der Schiene. Also kann ich beides nicht fahren. Super, Hansapark, super! Ja, Crazy Mine ist noch eh abgerissen. Andere Parks fangen so um 7 Uhr an, die ersten Testfahrten zu machen. Europa-Park.
Hier wird das so gefühlt 10 Minuten vor der Öffnung gemacht. Im Europapark kannst du, wenn du Hotelgast bist, ab 8 Uhr rein. 38, Entschuldigung. Das hat damit nichts zu tun. Naja, auf jeden Fall. Mal gucken, was ich jetzt fahre. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach Kern an. Es wird eine ruppelige und unangenehme Fahrt sein und sie wird nicht gut sein, weil Kärnten nicht warm gefahren ist, weil wir nicht die Temperaturen dafür haben und die Fahrten noch nicht die Anzahl haben. Aber naja, wird glaube ich trotzdem ganz gut. Wie heißt die Achterbahn nochmal? Ach ja, Kärnten. Wir sind jetzt Kärnten gefahren, hatten den Wagen 2. Die Fahrt war sogar relativ angenehm. Ja, es ist. Also heute war Kärnten relativ angenehm, muss ich sagen. Die letzten Fahrten waren echt unangenehm. Hat immer noch gerappelt, aber so ganz verhindern kann man das ja auch nicht. Ne? 5G, 127 km/h. Es ist klar, dass die Bahn immer ein bisschen rappeln wird, aber. Heute war es relativ angenehm und wir werden jetzt mal versuchen, mit Schlangen von Midgard zu fahren und auch mit Crazy Martin. Ich hoffe, dass die Bahn jetzt endlich laufen. Nope. Übrigens, seit den letzten 2 Wochen laufen auch schon die Vorbereitungen für den Herbstzauber. Wahrscheinlich haben sie hier einfach die Blumen schon früher reingemacht, also die Leuchtblumen, damit die Beete ein bisschen voller aussehen, weil 2019 und 2018 haben sie auf jeden Fall viel später damit angefangen, das zu befüllen oder die Lampen zu verteilen. Und ja, haben sie letztes Jahr auch schon gemacht, so müssen sie weniger Pflanzen pflanzen, anpflanzen. Ah, ja, ist ganz okay. Ich würde mich auch freuen, wenn die Blumenmeer-Bootsfahrt auch mal wieder ein Blumenmeer wäre und nicht nur so ein bisschen Leuchtblumen drin hätte. Und tschüss. Wir sind gerade Fluch von Novgorod gefahren. Die Fahrt war mal wieder sehr gut, hat mir sehr gefallen, auch wieder in der ersten Reihe. Der Park ist aber relativ voll. Also wir standen jetzt eine halbe Stunde an. Wir haben auch mal wieder draußen auf dem Weg gewartet, weil ja der innere Wartebereich geschlossen ist oder man nur abgezählt reinkommt. Aber allgemein hat man das hier auch bei einigen Attraktionen, dass man draußen auf der Straße warten muss, auf den Wegen warten muss, weil es halt sehr voll ist. Vielleicht fahren wir heute noch mit einem Holstenturm, dann kann ich euch zeigen, wie voll der Parkplatz ist. Heute Morgen ging es eigentlich. Ich habe sogar in der ersten Reihe geparkt, deswegen ja, sehr schade, dass es jetzt so voll ist. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das noch schaffe, alle Achterbahnen heute zu fahren, aber mal gucken. So, wir waren jetzt in der Westernstadt. Der neue Soundtrack ist wirklich sehr cool. Der gefällt mir wirklich sehr und ich zeige euch jetzt noch ein paar Impressionen. Ihr könnt euch den Soundtrack anhören und wir werden in der Zwischenzeit mal zu Störtebeckers Kapernfahrt gehen oder zum Rio Dorado. Der Park ist so voll und die Musik ist ganz schön laut. Searching for your praise, but is it even there?
Und die letzte Neuheit für dieses Video ist dieses Bild. Das wurde noch am selben Tag gemalt und ich finde es wirklich sehr schön. Und vielleicht wundert ihr euch, warum sich meine Stimme jetzt ein bisschen anders anhört. Und zwar habe ich gerade bei den Cutten gemerkt, ich habe gar kein Outro aufgenommen. Deswegen nochmal jetzt hier von zu Hause vom PC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.